Weltbewegendes Thema, viel wichtiger als Lasertürme oder sonst irgendwas. Warum fehlt da ein so ein Lichtding? Und wir haben keinen Zink. Warum haben wir keinen Zink? Und mit der Markung. Licht. Da. So. Ja, Zink. Konnte Zink direkt eingeschmolzen werden? Also erstmal können die hier oben alle entgrünt werden. Das heißt, ich lasse die jetzt einmal durchlaufen, aber es kommt dann kein neues grünes Zeug hinterher. Dann forderst du bitte mal. Oh. Ah doch, da, Zink. Aber ich glaube, das musste mit Schwefelsäure irgendwas gemacht werden. Warten wir einfach mal kurz. Ob da überhaupt irgendwas im System drin ist. Was blinkt da oben? 6 Türme schießen. Achso. Ich sehe immer noch keinen Zink. Die mal raus. Okay. Silber. Galena. Tin. Oh. Tin und Gold sind da hinten noch alle. Das sollte ich auch schon mal beheben. Aber ja, Zink irritiert mich gerade ein bisschen. Da ist Zink. Machen wir doch einfach das weg, das weg, das weg, das weg. Und setzen die Drills so hin, dass sie das Zink da auch mitnehmen. So. So, du bekommst gleich Speedmodule. Du bekommst gleich Speedmodule. Ah! Super schnell! Das würde die recht schnell wegfräsen, alles, ne? Jo. Strom ist okay. 40 Gigajoule Puffer. Sauber, sauber. Okay, ich sollte dem Zink da folgen. Lauf schneller. Und guck mal, ob der hier was macht. Nee, man kann Zink nicht einfach so nehmen und da reinstopfen. Oh, doch, kann man. Okay, du bist jetzt für Zink zuständig. Was haben wir noch? Also Blei, Gold, Tin haben wir bisher jeweils extra Schmelzen. Dann kriegst du noch eine extra Schmelze für nicht Silberbarren, sondern für Silbererz. Da. Gib mir die Barren. Gib mir die verdammten Barren. So. Zink, Silber. Tungsten. Könnten wir Tungsten direkt einschmelzen? Probier's aber mal. Tungsten und... Ne, Letter haben wir schon. Rutil war für Titan. Titan war komplizierter. Bauxit war für Alu. Das war auch komplizierter. Ich glaube, das war's. Was ist mit Quarz? Also Quarz konnten wir einschmelzen zu Glas. Genau, ja, das war nicht so wirklich sinnvoll. Okay, lassen wir es erstmal so laufen. Nehmen das da raus. Okay, das heißt, jetzt müsste mir das Zink geliefert werden und jetzt kann ich auch die Tupperstimme bauen. Sehr gut. Braucht nur noch mehr Stahl. Apropos Stahl. Wir haben nicht genug. Okay, da hatte ich ein bisschen mit gemutmaßt. In einer der Aufräumfolgen. Dass die 4 eventuell hinterherkommen. Deswegen erweitern wir das jetzt auf die 3 auch noch. Dann haben wir 7 Stahlschmelzen. Das reicht dann hoffentlich. Wenn nicht, erweitern wir den Stahl einfach komplett bis hier rüber. Und kopieren dann diese 5 nach da oben irgendwo hin. Okay. So, Replicator 4 ist in Forschung. Ich hätte gerne noch 2 von den... Laboren für Replicator. Da, damit es hier ordentlich aussieht. Und von den Module Labs hätte ich gerne auch noch welche.
Und den da. Dafür brauche ich wieder Stein. Und weiße Chips. Weiße andere Dinger. Erstmal Stein. Was waren die weißen anderen Dinge? Achso, die weißen komischen Grizzle-Modul-Dinge. Da, Basic Module Board. Die brauche ich. Und gib mir bitte Steel Gear Wheels, damit ich die auch nicht selber herstellen muss. Steel Gear Wheels da. Okay. Du. Da. Da. Dann bitte einmal kopieren das Ärmchen und die Kiste. Und so. Sollte das auch schneller gehen. So, und jetzt die... Oh, die weißen Dinger werden gerade gar nicht hergestellt. Kann das sein? Doch, da unten. Fehlt hier irgendwas. Die werden nur recht schnell verbraucht. Oh. Stimmt, weil die werden gebraucht für alle Module. Kann das sein? Ja. Also für alle Bretter für die Module. Sollte also auch erweitert werden. Sobald wir einen Platz gefunden haben, wo alle Ferrik-Fabriken hinkommen. Was momentan hier irgendwo wäre. Das heißt, ich könnte hier neben zwei Fabriken machen für die Dinger. Das klingt gar nicht mal so schlecht. Mach mal hier ein kleines bisschen Umbauaktion. Gucken wir, ob das so hinhaut. Ich glaube, die Farben sind falsch, kann das sein? Nee, blau links, rot rechts, ist okay. Jo, geht auf. Schön. Du bist falsch. Du bist falsch. Wo ist das Blueprint, das ich gerade hatte? Mach neues Blueprint. Hiervon dreh dich so. Mach die da. Hast du jetzt alles, was du brauchst? Ja. Beschränk dich mal auf 3 Sticks und dich auch auf 3 Sticks. So, also unser Ferrik-Bereich hier mausert sich, das ist gut. Das Ding würde ich auch noch gerne nach unten bringen. Gleich, gleich. Wir brauchen mindestens noch einen für Superkontakt. Wir müssen Superkontakte erstmal zusammenziehen und dann unten irgendwo aufbauen. So, reiß dich weg. Nimm dich mal mit. Und davon bauen wir jetzt 3 Stück mindestens unten hin. Ja, das müssen wir alles ein bisschen umbauen. Ich glaube, ich mache die hier hin. Das steht echt ein wenig ungünstig. Lässt sich nicht ändern. Oh, warte mal, hier ist noch Platz. Mach mal. So, so. 4-mal die. Dann machen wir da drüber. Also, der Pol muss dann einen kleinen Schritt nach links. Dann machen wir da drüber 2-mal Iron Conduits und da drüber dann, keine Ahnung, 8 oder 6-mal die Magnete. Und dann hätten wir komplett alle Replicator-Zwischendinger abgedeckt. Das klingt gut. Nehme er bitte jene Fabrik, die irgendwie nicht besonders schnell läuft, gerade wie ich sehe, aber okay. Da und dahin. Wollen wir daraus auch 4 machen? Ich weiß nicht, ob das hinhaut. Gucken wir erstmal, ob hier alle Ressourcen vorhanden sind. Genau, weil du brauchst die ganzen Superkontakte. Die hier nicht schnell genug hergestellt werden, weil nicht genug Stahl da ist. Das ist. Habe ich doch gerade umgebaut.
Aber ja, es braucht immer eine Weile, bis dann wieder jetzt alle Kisten gefüllt werden und dann wieder genug im System ist. Und wenn genug im System ist, erst dann können die hingeflogen werden und so weiter und so weiter. Ja. Ja. Ich mache einfach mal 4. Und wenn die später halt nicht arbeiten, arbeiten sie halt nicht. Den können wir ja die Magnete einfach mit Speedmodulen versetzen und die Superconductor mit Speedmodulen versetzen und die einen Conduits nicht. Und dann müsste es zeitlich sich auch einigermaßen aufgeben. So, euch beide hätte ich ganz gerne. Das Feld sieht echt leer aus. Oh, Replicator 4 sind fertig. Was würde 5 kosten? 1000 Ion-Conduits. Und auch ziemlich teuer im Bauen. Ja, nee, das kann erstmal warten. Erforsch mal Kobalterz. So. Fangen wir mal mit 6 Stück an und gucken dann, wie es läuft. So, und jetzt kümmere ich mich erstmal um Stahl. Dass das da einigermaßen besser ausgebaut ist. Ich kann auch einfach Speed-Module mir schnappen. Lauf ein bisschen schneller. Da. 54 Speed-Module. Sehr schön. Ich kann einfach Speed-Module schnappen und die ganzen Stahlschmelzen schneller machen. Hier. Wow. Die grünen Platten arbeiten fast gar nicht. Und Eisen wird langsam echt ein Problem. Ja, gleich. So, du. Schneller. Schneller, 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 schneller. Ja, alles leer. Das war flott. Okay. Ich hätte gerne... Nee, erstmal alles grün machen. Laser-Turret? Verteidigungstechnisch kommen wir eigentlich auch ganz gut hin. Nee, ich hätte ganz gerne jetzt... nochmal geguckt, welche wir dafür brauchen. Blau und grün. Da hätte ich gerne grün jetzt auf MK3 hochgestuft. Und danach blau auf MK3 hochgestuft und dann die Power Armor gemacht. So, also ich hoffe, dass das jetzt hinhaut. Mit dem Stahl. Und Tin ist gerade keins im System. Das heißt, die Drills da hinten scheinen schon fertig zu sein. Was echt kein gutes Zeichen ist. Oh, die Kiste ist einfach voll. Mit Gold. weil Gold gerade nicht gebraucht wird. Okay, dann lass das mal weg. Mach den Drill lieber hier unten hin. So. Und ja, nimm das mal so mit. Das liefere ich kurz selber aus. Ja. Eventuell mache ich doch einen Zwischenstopp mit der MK2 Powerrüstung Erforschung und erforsche erstmal großflächige Mining Drills. Dass ich dann ein, zwei davon hier hinsetzen kann und dann nicht alle 2 Folgen oder was hingucken muss, ob die Felder lesen oder nicht. Und die Drills umsetzen und so weiter. Der MK6 Ditech Drill wäre dafür jetzt echt super geeignet, aber das wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir da ankommen. So, wo sind meine Golddinger? Hier hinten. Gold, 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 Gold. Gold, 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 Gold. Gold, 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 Gold. Du, den. Du, das. Und ihr da unten wollt grünes Zeug? Grünes Zeug. Okay. 6 Topaz-Türme. Das klingt doch echt super. Wobei wir nicht alle sofort bauen, weil dann fehlen mir wieder die ganzen Zahnräder. Die müssen erst nachgeliefert werden. Genau da. Flup. Flup. Das schaut okay aus.